und ihre Familie beim Spaziergang durch Salzburg. Es ist aber nicht die wunderschöne Altstadt, die sie von Wien hierher geführt hat. Lena ist wegen ihrer Krankheit hier und wegen eines Treffens von Spezialisten, die sich damit schon jahrelang auseinandersetzen. Über Epidermolysis bullosa, kurz EB, ist allgemein wenig bekannt. Doch seit einigen Monaten gibt es Plakate und auch diesen Fernsehspot, die auf eindrucksvolle Weise auf das Schicksal der Schmetterlingskinder aufmerksam machen. Lena findet diesen Spot sehr gelungen, denn obwohl bei ihr die Krankheit nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie bei vielen anderen Kindern, können ganz alltägliche Berührungen wie ein fester Händedruck, eine ungeschickte Umarmung oder ein Stoß Verletzungen hervorrufen. Denn ihre Haut hält nicht fest zusammen. Bei starkem Druck löst sich die Oberhaut und es entstehen Blasen. Deswegen trägt Lena die meiste Zeit Verbände, hauptsächlich an Armen und Beinen, was mitunter auch das Tragen spezieller Kleidung erfordert. Und auch das beliebte Einkaufen manchmal ganz schön erschweren kann. Ich ziehe eigentlich ganz normale Sachen an, aber wenn zum Beispiel bei Jeans, kann ich nur Stretch-Jeans anziehen. Die anderen sind eben zu hart. Das tut dann schon weh. Zu wenig Ärzte kennen sich wirklich mit EB aus. Doch hier in Salzburg kommen einmal jährlich Spezialisten aus ganz Europa zusammen, tauschen Erfahrungen aus und widmen sich auch den Kindern, die so wie Lena extra zu diesem Treffen anreisen. Ja, die ist ganz schön groß. Oh, da ist eine große. Die sollten wir aber schneller mal aufmachen. Hm? Mhm. Sollen wir das heute machen? Ja. Es gibt ganz leichte, milde Formen, wo die Kinder hauptsächlich die Probleme an den Händen und Füßen haben. Und es gibt ganz schwere Formen, wo die Kinder an der ganzen Haut die Blasen haben und sogar an den Schleimhäuten, also auch in den Augen und im Mund Blasen bekommen. Ja, dann werden wir sie aufmachen. Mhm. Soll ich aufstechen oder magst du es selber machen? Du. Okay. Das Herausnehmen der Wundflüssigkeit aus einer Blase ist für Lena eine ganz normale Tätigkeit, die sie natürlich auch zu Hause, entweder alleine oder mit Hilfe ihrer Eltern, ausführt. Die Ärzte hier sind freilich mit allen Formen der Krankheit vertraut. Auch mit den sehr schweren Fällen, wo sie zu inneren Verletzungen oder Verstümmelungen führt. Sie wissen auch, dass diese Kinder immer wieder auf ihre Krankheit angesprochen werden. Sie werden dauernd gefragt und damit konfrontiert, dass sie anders aussehen. Und das ist auf die Dauer natürlich belastend für die Kinder. Aber es ist auch so, dass sie starke Kinder werden dadurch. Über einen Mangel an Selbstbewusstsein kann sich Valentin nicht beklagen. Der 13-jährige Salzburger musste so wie alle Schmetterlingskinder von Geburt an mit seiner verletzlichen Haut leben. Und obwohl seine Hände, so wie der Rest des Körpers auch, keinen festen Berührungen ausgesetzt werden sollte, hat er sich seinen Traum vom Trommeln erfüllt. Und steckt mit seiner Begeisterung in Salzburg auch die übrigen Kinder an. Ich habe mich entscheiden müssen für das. Ja, riskiere ich das jetzt, kriege ich halt Blasen auf die Finger. Aber ich will halt das und dann habe ich mich entschieden, dass ich das machen will. Und seitdem ich jetzt schon eine Zeit spiele, hat sich die Haut daran gewöhnt. Ist stärker geworden und kriege jetzt eine Hornhaut von Trommeln. Also es hilft mir eigentlich auch sehr. Beim Treffen in Salzburg, wo alle Kinder in irgendeiner Form von EB betroffen sind, fällt der Umgang miteinander nicht schwer. Schwierig ist der Kontakt mitunter zu Menschen, die nicht über die Krankheit Bescheid wissen und deswegen erschreckt jeden Körperkontakt meiden. Sie fragen, was hast du da und so? Und wenn man es dann erklärt, entweder schütteln sie dann nicht mehr so gern die Hand oder sie schütteln es schon am Anfang nicht mehr so gern. Also einfach sagen, das ist grausig irgendwie, das ist, sie grausen sie einfach, weil es einfach was anderes ist. Sie sind es nicht gewohnt. Ich glaube vielleicht, dass das ansteckend ist oder sowas. Das glauben sie, ist aber nicht so. Also die meisten Fragen sind, hast du dich verbrannt oder was hast du da? Sag ich einfach, das ist ein Hautfehler und da hält die Haut nicht so stark wie die normale. Verstehen das deine Freunde eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Kinder mit einer Haut so verletzlich wie Schmetterlingsflügel. Ihr Leben ist durch die Krankheit kompliziert genug. Doch je mehr auch die übrigen Menschen darüber Bescheid wissen, desto einfacher kommen sie auch selbst damit zurecht.